den Sofortextsorten, die hier in so einem Ding zu finden sind? Also Kommentar haben wir, Bericht, Kolumne, Leitartikel, Leserbrief. Anzeigen, also Werbeanzeigen zum Beispiel. Dann neben Werbeanzeigen, weshalb Leute meistens nur dieser Brücker Zeitung lesen. So. Deshalb sollte man die sonst lesen. Ja, Schwester Maria, der Wetterbericht natürlich. Sagen wir mal, da müssten wir jetzt genauer sein. Es ist eine Wetterprognose. Weil ein Bericht würde ja über das vorhandene Wetter, das gibt ja oft eine Diskrepanz zwischen dem, was wir draußen als Wetter erleben und dem, was in der Zeitung unter Wetter fungiert. Ja? Deshalb ist Wetterbericht nicht ganz exakt. Ja? Aber da steht was über das Wetter. Echt? Ja, das stimmt aber doch nie mit dem überein, was draußen ist. Ach so. Oder? Bei mir nie. Ja, aber über heute können wir. Eben, darauf wollte ich ja raus. Also, da merken wir schon, wie das ist mit Bericht. Ja? So. Also, es gibt auch Bilder, natürlich, klar. Das ist ein Unterschied zur Bibel. Die haben wir in der Bibel nicht. Es gibt keine Bilder in der Bibel. Es gibt noch ein strenges Bilderverbot. Genau, Börsenkurse oder sowas. Ja. Also das Listen, wenn man so will. Ja. Also alle diese, weshalb wir jetzt da so einen Blick in die Zeitung tun. Es muss uns bewusst sein, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass uns diese unterschiedlichen Textsorten auch da begegnen. In dieser Sammlung dieser verschiedenen Schriften, die ja durchaus in größeren Jahrhundertezeitraum umfasst, immer gibt es diese unterschiedlichen Sorten, Arten von Texten. Und das ist sehr wichtig zum Verstehen des Textes. Es ist doch was anderes, ob ich, wie gesagt, den Börsenbericht habe oder ein Gedicht von Eichendorff. Da gibt es Unterschiede. Nicht nur, wenn ich das... Also gut, wird vielleicht nicht jeder so nachvollziehen, aber annähernd objektiv könnten wir sagen, es gibt Unterschiede ja, zwischen Eichendorff-Gedichten und Börsenkursen. Auch manche lesen das wie erotische Literatur von Bert Brecht. Ja, wenn Sie mal im ICE nach Frankfurt sitzen, großer Gott. Also, ja, dann, wir schlagen einigen Börsenbericht auf, als hätten sie sonst was vor sich. Ja. Gut, aber es ist ein anderes Thema. Die stehen wahrscheinlich vor einem Eichendorff-Gedicht wie vor einem Rätsel. Also Unterschiede der Textsorten ist sehr wichtig zum Verständnis, zur Aufnahme des Textes. Wenn wir einen biblischen Text haben, der ein klassischer Listentext ist, also vielleicht eher dem Börsenbericht annähernd. Es gibt eine Menge Listen im Alten wie im Neuen Testament. Es gibt eine ganze Menge Listen. Die sind natürlich trocken, das ist eben eine Auflistung. Wenn ich dann sage, jo, das sagt mir jetzt mal nichts, das tröstet mich auch nicht. Also eine Liste hat doch nicht die Absicht zu trösten. Das ist nicht die Absicht dieses Textes. Ja? Also hinter einem Genus, hinter einer Art des Textes, steht natürlich auch immer ein Anliegen. Und das ist in der biblischen Literatur nicht anders. Wenn ich also, wie das jetzt im Moment in wird, ich habe das am Anfang schon gesagt, die Genesis aufschlage, wie ein Biologiebuch oder jetzt neuerdings im Kultusministerium fordert, dass dieses erste biblische Buch als Biologiebuch eingeführt wird in den Unterricht, dann muss ich entweder böswillig sein oder einen Schuss im Kopf haben. Ja? Irgendwie sowas dazwischen muss das sein. Ja? Weil das natürlich nicht geht. Die Bibel ist kein Biologiebuch. Und will das auch gar nicht sein. Das ist gar nicht die Absicht dieses Textes und dieser Schrift. Das ist blanker Fundamentalismus, und zwar der unerleuchteten Sorte. Das muss man ganz klar beim Namen nennen. Aber das wird uns in den nächsten Jahren noch ziemlich um die Ohren gehen. Ja? Man kann das jetzt in Amerika, es gibt nicht nur ganze Schulen, sondern es gibt Bundesstaaten in Amerika, die das verpflichtend einführen wollen. Und das rangiert unter unserem Firmenzeichen. Da sagt man, das ist christlich. Ich schüttel mich da immer schon. Aber es hilft mir. Also hier ist eine Auseinandersetzung angezeigt, zu fragen, was will denn der Text sagen?
Also ein Gedicht hat doch eine andere Absicht, eine andere Intention. Wobei Trost nicht immer die Intention eines solchen Textes ist. Es gibt genügend Gedichte, die wollen wach machen. Ja? Texte, die die aufstacheln wollen, die provozieren wollen. Es gibt ganze Texte, die haben Revolutionen entfacht. Also es ist nicht immer nur das, was wir so, da müssen wir auch Acht geben, wenn wir mit einer bestimmten Gestimmtheit, mit einer Bedürfnislage an den Text herangehen. Also angenommen, es geht mir schlecht, ich möchte einen schönen Text hören. Und ich denke mir in der letzten Woche, jetzt vergangene Woche, 34. Woche im Jahresgeist, ich gehe mal in die Messe, wollen das Kloster. Mir geht so schlecht. Und dann liest der gerade, das macht er extra, so komische Texte aus dem Offenbarungsbuch, da wo einem ganz schlecht wird. Ja? Das tröstet mich überhaupt nicht. Ja? Da gehe ich nie mehr hin. Dann merken wir eine gewisse Diskrepanz zwischen eigener Gestimmtheit und einem biblischen Text. Obwohl die Offenbarung ein Trostbuch ist. Keine Frage. Diese Schrift will wirklich trösten. Aber vielleicht nicht in der Situation, weshalb ich Trost brauche, weil ich nicht unbedingt Trost brauche als verfolgter Christ, wie die Christen der Offenbarung des Johannes, sondern weil ich Trost brauche, weil mir alle auf der Nase rumtanzen. Ja? Oder weil ich einen saublöden Chef habe. Oder weil nichts klappt heute. Kann ganz unterschiedlich sein. Aber in die Situation spricht zunächst der Text nicht. Es kann trotzdem sein, dass der Text seine Wirkung entfaltet. Ja? Auch wenn mich ein Text aufregt, entfaltet er seine Wirkung. Und zwar gar nicht schlecht. Es gibt biblische Texte, die wollen aufregen. Ja? Die wollen uns gar nicht in Ruhe lassen. Es gibt Sätze Jesu, die bewusst so gesprochen sind, dass sie nicht sagen, komm, sei mal ganz nett, jetzt kommt der schöne Advent. Sondern der eher frei übersetzt heißt, Hintern hoch, Zähne auseinander. Das ist ein anderes Programm. Aber können wir so auch haben. Aber diese unterschiedlichen Textsorten, also nicht alles in der Heiligen Schrift ist Bericht. Im Motto einer Zeitungsseite. Es ist auch nicht alles Gedicht hier drin, obwohl es viele Gedichte gibt. Viele lyrische Texte. Also Texte mit einem bestimmten Klang, einer bestimmten durch, wenn man so will, durchgestylten Textgestalt, was wir eher mit Lyrik verbinden. Es gibt ein ganzes Buch, das voll mit solchen Gedichten ist, Psalmenbuch. Aber vielfach, auch bei den prophetischen Texten, auch andere in den Evangelien, sind immer wieder solche, auch in den Paulusbriefen, sind solche lyrischen Textgestalten drin. Denken Sie bekannt, 1. Korinther 13, sogenanntes Hohes Lied der Liebe, ja, das ist ja Lyrik par excellence. Das ist ja sogar noch Gemeingut bei solchen, die mit Bibeln sonst nicht mehr viel anzufangen.